Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, und zwar heute ein ganz, ganz besonderes Video, denn ich zeige euch heute mein Auto. Denn ich habe den Führerschein bestanden, und zwar am 1.9. und deswegen zeige ich euch heute endlich mein Auto. Nicht wundern, falls ich in diesem Video mehrere Kleidungsstücke anhaben sollte, aber dieses Video entsteht über mehrere Tage und nicht an einem Tag, deswegen viel Spaß. Da steht mein Auto. Warum bekomme ich dieses Auto nicht in Opel? Weil ich habe ja eigentlich mal ein Bluetooth-Video gemacht, wo ich Bluetooth in einem Auto nachgerüstet habe. In einem Opel Corsa, um genau zu sein. Warum bekomme ich dieses Auto nicht? Und zwar hat das Ganze eine, ich sag mal, traurige Geschichte. Denn dieses Auto gehörte eigentlich meiner Stiefmutter. Deswegen haben wir in den letzten Videos auch angemerkt, dass bei uns mehr leben muss. Denn das Ding ist halt, dass meine Stiefmutter leider am 17.07. verstorben ist. Und ja, deswegen habe ich dann, sage ich mal, in dem Fall das Glück im Unglück gehabt, dass ich halt dann ihr Auto haben durfte. Einfach weil für mich auch als Auszubildender, sage ich mal, der verbraucht halt wenig, deswegen ist das super. Deswegen habe ich da echt Glück gehabt, aber ja, das ist halt echt eigentlich Glück im Unglück, weil es ist, ja, für uns alle zu Hause halt immer noch sehr schwierig. Aber ja, deswegen haben wir heute auch in der Dart-Serie gesagt, dass wir halt ein bisschen mehr Leben wieder ins Wohnzimmer bringen wollen, weil halt eben normalerweise meine Stiefmutter immer im Wohnzimmer saß. Und ja, das fehlt halt eben. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir wollen da mehr Leben wieder drin haben. Deswegen haben wir halt auch eben die Dartwand gemacht. Aber ja, das hier ist nämlich eigentlich ihr Auto. Sie hat dieses Auto, ich kann es auch sagen, sie hat dieses Auto Charlie getauft. Die Geschichte dahinter geht euch nichts an, sage ich mal. Aber sie hat dieses Auto Charlie getauft, deswegen heißt dieses Auto auch immer noch weiterhin Charlie, in Gedenken an sie. Weil es ist eigentlich eben noch ihr Auto. Ich darf es halt fahren, beziehungsweise es ist halt, ja, auch irgendwie jetzt meins. Aber im Grunde gehört es halt immer noch ihr. Sie hat es sich gekauft, sie hat es sich gewünscht, deswegen ist es immer noch eigentlich ihr Auto. Es heißt Charlie und deswegen, es bleibt auch so. Von daher, ich muss sagen, ich fühle mich auch echt teilweise echt geehrt, dieses Auto halt eben fahren zu dürfen. Super, als Anfängerauto. Es geht nichts Besseres. Irgendwie Leute mit ihrem, was kriegen die als Anfängerauto? Mercedes oder so, kein Plan. Braucht man nicht. Das, so ein Auto, super geil, macht mega Spaß. Wie gesagt, 69 PS, 3-Zylinder, das Ding geht aber ab wie sonst was. Also ich habe auf der Autobahn, ich glaube bisher 165 km/h geschafft oder so. Der kann auch 170 bergab, aber 165 auf der Autobahn geht auch schon ganz gut. Macht ziemlich viel Bock. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt ein bisschen weitermachen, machen wir mal einen kleinen Soundcheck. Deswegen, ich werde mal Motor machen, Leerlauf rein, bis Gas gehen, dann hört ihr den, wie laut er ist. Das ist, glaube ich, lustig, weil die Karre, die wird super laut. Als Anmerkung, ich habe jetzt die Kamera ungefähr auf den Auspuff gerichtet. Der ist nämlich da unten drunter, den sieht man nicht so gut. Also doch, da unten, da sieht man ihn rausgucken, da ist der Auspuff. Und da habe ich ihn jetzt drauf gerichtet, das heißt, ihr könnt mal eben schön hören. Steht hier an der Tanke, wie man es vielleicht sehen kann, denn der Tank ist leer, beziehungsweise eine halb leer ungefähr, deswegen ich sollte erstmal tanken gehen. Yeah.
Fahrschule war es halt so, dass ich irgendwie, ja, ich sag mal bei 2.500 oder so, also bei 2.500 Umdrehungen schalten musste. Und hier schaltet er, keine Ahnung, bei 4.500 oder so. Deswegen ist es interessant, muss ich sagen. Aber ja, es macht auf jeden Fall bis jetzt super Spaß, mit dem Auto zu fahren. Deswegen ist es einfach nur geil. Auf jeden Fall, das war es jetzt mit dem Video. Ihr habt mein Auto gesehen und wenn euch das gefallen hat und ihr auch vielleicht ein bisschen mehr von dem Auto auch sehen wollt, dann würde ich sagen, lasst mir einfach in dem Punkt gerne ein Abo da. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch genaue Sachen auch zum Auto vielleicht wissen wollt, schreibt vielleicht in die Kommentare, was euch genau interessiert. Ich habe das Video jetzt einfach so gestaltet, wie ich mir auch sowas angucken wollen würde, weil ich habe nicht viel Ahnung von Autos. So, sag ich mal, ich kann mit PS ein bisschen was anfangen, aber sag ich mal, sonst, ich habe halt nicht viel Ahnung von Autos, deswegen habe ich das jetzt, sag ich mal, so gestaltet, dass ich auch nicht viel darüber erzählt habe, was das Auto halt kann. Auf jeden Fall, wenn ihr trotzdem mehr davon wissen wollt, dann schreibt gerne mal bestimmte Fragen in die Kommentare, dann suche ich mal was raus. Ansonsten, ja, würde ich sagen, das war's jetzt hier mit dem schönen Video. Ich gehe anscheinend gleich noch raus und filme mit einem Kumpel anscheinend nochmal ein anderes Video, auch ums Auto und einfach mal ein paar schöne Szenen und so. Bin mal gespannt, vielleicht entsteht da sogar wirklich ein Video für euch draus, auf jeden Fall. Ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und ansonsten, ja, ein Abo da lassen wäre schön. Und ansonsten, ich verabschiede mich jetzt bei euch und sage ciao.